So, hallo und herzlich willkommen wieder hier zu Shadows of Doubt. Wir wollen diesmal hier einbrechen. Ich habe eine Idee. Ich hatte schon versucht, durch diese Dinger hier da reinzukommen. Aber das hat nicht ganz funktioniert. So. Ich habe da einfach keinen Weg gefunden. So bin ich auf diese Idee hier gekommen. Deswegen. Nichts, Bruder. Nix ist das. Weil hier kommen wir ja leider nicht rein. Ich interessiere das doch. Bin ja auch hier nicht illegal drin. Ich habe kein unbefugtes Betreten. Mal hier. Nehmen. Nadel. Oh, Klammer, was war das? Oh, irgendeine Spitze. Nehmen, nehmen. Nehmen, nehmen. Hier gibt es aber viele davon. Und. Oh, noch eine. Wir haben hier. 9007. Oh, noch eins. 9007. Kann ich das hier abschließen? Nee. Okay, die muss ich ja gerade gar nicht ausschalten. Nein. 9007. Diamant. Ja, ich hab vergessen, das abzulegen. Ja, schon. Papierstaffel, Gedankenball. Der hat sich einfach geschlossen. Okay, schnell. Guten Tag. Geh mal schnell nach Hause und leg das ganze Zeug hier ab. Okay. Dann sind wir wieder. Notiz. 097. Okay, schon hatten wir schon mal noch ein Büro. Überall haben die 907. Okay. Warte. Nehmen. Nehmen. Benutzen. Verkaufsunterlagen. Benutzen. Das wollte ich nicht. Interessiert mich weniger. Profil. Überwachung. Der muss ja hier. Montag muss er da gewesen sein. Ah. Mitarbeiter.
Nee. Dienstag, 0 Uhr. Ich suche nach diesen Typen. Hier war er schon tot. Okay, nee. Dann ist das, glaube ich, hier eine tote Spur. Wenn in diesen Papierstäben sind mal nie irgendwas Wichtiges. Nee. Tote Spur ist es. Ah, hier gehen jetzt auch Leute rein. Okay. Dann würde ich sagen, die einzige valide Spur, die wir haben, ist Violet. Ja. Dann müssen wir nochmal in das Gebäude und vielleicht diesmal sogar einbrechen. Hier haben wir 12. Stock. Oh, da laufe ich doch nicht hoch. Nee. So. Dienstag. Da arbeitet die doch bestimmt. Oh, da ist jemand drin. Hallo. So, du bist Violet. Bestimmt. Ja. Guten Tag, wer sind Sie? Das hat nichts mit dir zu tun. Oh. Nichts. Du hast nichts gesehen. Okay. Ja. Typ B hatten wir an beiden Crime Scenes. Bei beiden Mördern. Ausschalten. Wir gehen jetzt da rein. Ich möchte dich verhaften. Ich glaube, du warst. Weißt du nicht warum? Ich schließe jetzt ab. Verdammt, wo kommst du lang? Oh, da ist ja noch jemand.
Also ich glaube, ich muss meine Zeit vorspulen. Musst du nicht irgendwann raus zur Arbeit? Nee. Du bleibst zu Hause. Ich habe leider nur ein paar Handschellen. Sonst würde ich den natürlich auch mitnehmen. Oh. Hallo. Sie stört es nicht, dass die Tür offen ist, oder? Nein? Gut. Warum kann ich da durch den Boden sehen? Warte, PM oder AM? Wie viel? 12? Ist es jetzt 12 Uhr in der Nacht oder 12 Uhr morgens? Es ist 12 Uhr mittags. Okay. Ich habe gedacht, hier, das benutzt Ami-Zeit. Ami-Zeit geht ja nur bis 12. Dann wieder von 1 bis 12. Okay. Was haben wir hier? Calligraphy. Typischer Sim-Mörder. Nee. Eden. Eden was? Hier ist nur ein Safe, von dem ich den Code nicht kenne. Noch keine Notiz, die mir hilft, den herauszufinden. Hallo, kann ich Ihnen helfen? Oh, leider nur ein paar Handschellen. Wo läufst du lang? Adressbuch. Nee, nicht festnehmen. Oh, ich sehe keinen. Okay. Von Kings war jemand so Shenron. Nee. Das brauche ich nicht.
Vaio Diaz, das ist ja voll der Name. Danke. Mietvertrag, Viola Diaz. Da Viola Diaz war's. Weiß zwar nicht warum. Viola Diaz. Du schläfst gerade weiter. Legst du dich jetzt einfach schlafen, während deine Frau da... War hier nicht irgendwo ein Verband? Verband nehmen. Suchen. Nehmen. Ich möchte den Fingerprint nehmen. Ich weiß, dass du es war. Lösen. Ja. Violet Diaz, Violet. Visitenkarte. Ich würde dich gerne aufhören. 6095. Du bleibst mal unten, gell? Gut. Sechs null neun fünf. Was ist er jetzt?
Kann ich rennen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe ja auch keinen Luftschacht oder so gesehen. Okay, schnell, 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 schnell. Und ich konnte irgendwie nicht deren Fingerabdrücke scannen. Oh, was machst du hier? Aber oder ich konnte irgendwie nicht die Fingerabdrücke mit ihr in Verbindung setzen. Keine Ahnung warum. Weg. Ah! Ja, ich wusste es. Gelöst. Bleib weg. Also ich wusste, wer es war. Ich kann den Namen, Fingerabdruck und alles, aber irgendwie wurde das ja nicht angezeigt oder angenommen. So, jetzt muss ich nur noch die Sicherheitsbedrohung abwarten und jetzt darf ich wieder gehen. Ja, danke. Mann, oh Mann. Ich muss ja sogar mit dem Aufzug fliehen. Ja, guten Tag. Ich frag mich, wie ich das... Wahrscheinlich fehlen mir irgendwie so ein paar Informationen, aber ich konnte an dem Fingerabdruck herausfinden, wer es war. Die, dann habe ich die auch arrested. Was fehlt mir denn, um das beweisen zu können? Dann wahrscheinlich den Fingerabdruck nicht irgendwie mit ihr verwenden, weil ich ihren Fingerabdruck nicht scannen konnte. Also... Daran hat's gelegen. Man fragt sich immer, woran hat's gelegen? Ja, woran hat's gelegen? Das fragt man sich halt immer, woran hat's gelegen? Oh, eine Schiene. Okay. Was? Zwangsenteignungsschrift? Man hatte mich gewarnt, dass das passieren könne, wenn ich die Zahlung nicht leiste. Das Floper Betrieb für eine Absteige für ehemalige Cops. Ich denke, der Name des Verwalters war Bev Galla. Ich schätze, jetzt bin ich an der Reihe, diese Person einen Besuch abzustatten. Und mein Diamant und so, das ich hier... Nee. Nicht. Was war denn das? Da ist doch einer gesprintet. Und mit noch einer. Hallo. Hilfe?
Hilfe! So, ich muss mir jetzt erstmal hier irgendwo eine Schiene kaufen. Sieht die Stadt anders aus? Nee, dann ist die Klinik. Ich habe immer noch den Gedenkbaseball, aber den Diamanten habe ich nicht mehr. Ah. Hallo, Ma'am. Ist kalt heute. Diene bestätigen. Habe ich die jetzt gerade gegessen? Man isst Schienen? Ich dachte, die legt man an. Ja, Zukunft. Cyberpunk-mäßig, nicht? Da muss man Schienen nicht mehr anlegen, sondern man isst sie einfach. Okay. So, mein Adressbuch hier. Wen suche ich? Beth Gallenhill. Gallenhill. Dahin. Gala über einen Untergrund. Oh, der wohnt hier. Der wohnt unten. Ah, nee. Der wohnt in einem anderen. Im Deluxe. Jemand kommt, um die Tür zu öffnen. Auch eine Bleibe. Hilfe. Galona. Okay, ja. Dann bin ich am richtigen Ort. Ich bin Mitglied der FPOWA. Ich brauche einen Platz zum Pennen. Harte Zeiten, was? Bei dir und allen anderen Freundchen. Heute ist ein Glückstag. Wir haben einen Platz frei. Ja. Und zwar im Basement 03 Nova Chaos. Hier ist der Schlüssel. Ich würde ja sagen, einen schönen Tag noch, aber. Aber? Was gibt's? Also. Ruheschlüssel? Nicht mehr in der Hand, den habe ich wahrscheinlich bekommen. Darf jetzt in den Keller wohnen, ja. Das ist aber lieb. Seufz. Denke ich mir auch, seufz. Nicht besonders toll, aber für den Moment wird es als Zuhause reichen. Okay, ich beende aber die heutige Folge hier und beim nächsten Mal starten wir als ganz neuer Detektiv in einer neuen generierten Stadt. Und da machen wir dann weiter. Das hier war ja die Anfangsquest, die will ich jetzt beenden, neue Stadt anfangen und so weiter. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Falls ihr Spaß hattet, lasst ein Like und einen Kommentar da. Sagt mir, wie euch dieses Spiel gefallen hat. Und hört sich beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.